Schreibt gerne in die Kommentare, wen ihr in der Big Brother 2024 Edition in diesen 3 Tagen live im Oktober dabei hättet. Dieses Jahr wird es wieder geben. Knossi Big Brother 2024. Big Brother, die Knossi Edition. Es geht los. Einfach wirklich Danke sagen. Für mich geht hier ein unglaublicher Traum in Erfüllung. Es wird zuerst wieder, die machen zuerst ihr Ding bei Sat.1, dann geht's wieder bei uns los. Also das volle Programm. Aber es gibt eine Neuerung. Ich rufe einfach mal Rainer Lauchs an. Den echten Rainer Lauchs. Jens Knossi Knosalla. Wir haben es gerade verkündet, einige wussten schon, wir gehen mit Big Sehr Brother gut. Knossi Edition in eine neue Runde. Ich habe den Leuten gerade gesagt, dass ich schon Jahre vorher bei dir immer gebettelt habe, dass das mal stattfindet und es hat nie geklappt bis letztes Jahr. Was waren dann ausschlaggebend die Sachen, wo ihr gesagt habt, okay, dann machen wir halt Big Brother Knossi Edition auf Twitch? Das hat natürlich immer was auch mit dem Sender zu tun. Ne? Also wir wollten das ja schon öfter machen, wie du hast ja erzählt, wir haben lange schon drüber gesprochen und irgendwann habe ich den Sender mal im schwachen Moment erwischt und dann konnten wir es machen. Und jetzt freue ich mich drauf, das war Hammer. Letztes Jahr und es wird dies Jahr wieder. Hast du schon von der Wildcard erzählt? Ey, Mann, warum erzählst du es jetzt? Mein Wunsch war, weil ich ja immer den Traum hatte, bei Rainer dürften noch Bewerbungen von mir liegen von 2005 oder was weiß ich, wo ich zu Big Brother wollte und nicht genommen wurde. Das war immer mein Traum. Ich weiß, wie viele Big Brother-Fans da draußen gerne mal in dieses Haus gehen würden. Und ich weiß, wie schwer das war. Und es war immer mein großer Traum. Und wir werden es dieses Jahr so machen, dass es eine Wildcard gibt. Jemand von euch da draußen geht mit, Rainer. Ja, und ich sage euch, Leute, diese Big Brother kann man nicht kaufen. Diese Gelegenheit, die euch der Knossi da gibt, ja, bewerbt euch, schickt eure Videos. Der Knossi wird euch bestimmt gleich erzählen, wie das funktioniert. Ja. Das wird der Hammer. Nutzt das, das kann man nicht kaufen. Nein, und dann seid ihr mit den ganzen geilen Leuten, guckt mal, wer letztes Jahr dabei war, Fritz, Affe auf Bike und alle anderen hin und her mit denen zusammen 3 Tage da drin und kriegt Big Brother Original. Ich weiß gar nicht, ob du das schon weißt, Rainer. Es wird einen Tag vorher ein Live-Casting geben. Wir werden live im Stream sein. Ich werde hier vorher schon den einen oder anderen Bewerber rausziehen. Die kommen dahin und dann wird entschieden und ihr seid live dabei, wer von denen ins Big Brother Haus mit uns reinzieht. Was ist denn dies Jahr für ein Haus? Ja. Für ein Motto. Ihr macht ja immer ein Motto. Was ist denn? Ja, du weißt ja, dass es noch nie zweimal das Gleiche hintereinander gab. Ja? Wir denken uns ja immer schön was anderes aus. Big Brother hat immer neue Ideen. Ich habe den Blaumann heute schon ausgezogen. Ich habe alles umgestrichen. Also wart's mal ab. Lasst dich überraschen. Und diesmal seid ihr ja wirklich, also da wird es noch richtig schön riechen. Ja? Weil ihr seid ja direkt danach dran. Also letztes Mal war ein bisschen mehr Zeit. Diesmal seid ihr sofort hinterher. Wir gehen sofort rein, wenn die anderen rausgehen. Ne? Genau. Und dann, wer geht raus? Max Kruse. Und hoffentlich bleibt er bis zum Ende. Max Kruse ist im Promi Big Brother bei Sat.1. Ja, Max Kruse ist dabei, Mimi Fiedler ist schon dabei und Mike Heiter sind schon dabei, die sind schon verkündet. Und die anderen kommen jetzt auch, einer nach dem anderen. Super. Da sind auch ein paar Lustige dabei, vielleicht kannst du den einen oder anderen noch überzeugen. Ey. Aber wie gesagt, Leute, ich sag euch, bewerbt euch, es wird der Hammer. Ja, seid froh, dass ihr diese Gelegenheit bekommt. Das kann euch keiner bieten aus dem Knossi, weil wir können es nicht. Wir müssen immer Promis nehmen. Das wird wieder eine Mischung an Leuten sein. Das wird toll, glaube ich. Das wird richtig krass. Ja, und auch wenn man sieht, wie wir nachher gesprochen haben, ne? Ein Fritz, der ja nun mit Seven Boys White alles mit euch schon mitgemacht hat, wie der rauskam, sagt in den 3 Tagen, sagte Rainer, das war so hart. Ja, unfassbar. Ja. Also man kann sich das nicht vorstellen, wenn man da immer schön vorm Fernseher sitzt. Wer es erleben will, jetzt bewerben. Da sind Leute dabei, kann ich euch jetzt schon sagen. Es sind auch einige Leute dabei, die letztes Jahr schon dabei waren, die nenne ich die Big Brother Ultras, die sind mit dabei. Ihr wisst, ich lege bei der Kandidatenauswahl immer sehr viel Wert drauf. Ich weiß natürlich auch nicht, was dann passiert, aber auf Harmonie, auf schönes Umfeld und ich glaube auf richtig, richtig tolle Gespräche. Und natürlich, wenn dann da 100.000 Zuschauer zuschauen, du musst keine Angst haben. Es ist genauso wie mit uns. Man merkt es nicht, ja? Da wird eine Frau dabei sein, die ist auch überregional bekannt. Aber trotzdem, das sind zu wenige. Wir brauchen mehr Frauen. Wildcard würde ich mir natürlich auch über Frauenbewerbungen freuen. Am Ende wird es einer, aber da wird einer oder eine, am Ende wird das Casting entscheiden. Das heißt, einen Tag bevor es losgeht, findet schon live das Casting statt und am nächsten Tag beginnt Big Brother. Die anderen, die Sat.1-Leute ziehen aus und wir gehen rein. Vom 25. bis 27. Oktober, es ist ein
Wochenende. Wir hatten beim letzten Mal unter der Woche, viele haben sich beschwert, wir haben es diesmal hingekriegt, wir müssen uns natürlich auch, ich muss mich immer danach richten, weil die danach das Haus immer direkt, da wird alles wieder grundsaniert und rausgerissen. Deswegen musste ich mich danach richten, wie wir das kriegen. Und wir haben das Glück, es ist ein Wochenende. Schreibt gerne in die Kommentare, wen ihr in der Big Brother 2024 Edition in diesen 3 Tagen live im Oktober dabei hättet. Schreibt das hier drunter. Wir gucken uns alles an. Schreibt eure Lieblingscreator an. Sagt, ey, Big Brother macht, ey, Knossi macht das wieder. Die sollen irgendwie Kontakt zu mir finden. Bewerbung. Bildhalter für deine Bewerbung. Aktuelle Fotos. Das ist so, Freunde. Die Leute, die jetzt sagen, ich sage euch auch gleich, die sagen, nee, das mache ich nicht. Ja, du gehst jetzt zu Big Brother Knossi Edition. Du brauchst wie kein Foto. Willst du mit Maske kommen? Ich gebe euch die Empfehlung. Ein kurzes Handy-Vorstellungsvideo. Querformat, maximal 3 Minuten. Meine Empfehlung. Aus meiner Casting-Erfahrung. Aus dem, was ich früher gemacht habe. Nur Bilderbewerbung wird nicht reichen. Sage ich euch. Oder eine Bewerbung nur schreiben, das wird sich keiner angucken. Die werden kurz drüber gucken, aber versucht, den bestmöglichen Eindruck zu machen. Video 3 Minuten, macht es 3 Minuten. Redet 3 Minuten über euch, haut einfach raus. Man kann nichts falsch machen, aber füllt alles aus. Das waren immer die Fehler, die grundlegenden Fehler, warum Leute nicht genommen werden. Ist auch wie beim Lebenslauf oder Vorstellungsgespräch genauso. Ziehen den Container ein. Big Brother Knossi Wildcard Edition. Puh, ey, ist doch geil. Seid authentisch. Aber entertaining. Nee, entertaining, das muss, also ich glaube, wir werden uns hier auch einige Bewerbungen dann im Stream immer anschauen. Es ist jetzt nicht so, dass da einer der Clown spielen muss. Manchmal ist es vielleicht auch zu viel. Seid vor allem ihr selbst. Wenn ihr seid so, wie ihr seid. Man kann nicht beeinflussen, ob das gerade gut ankommt oder nicht. Seid einfach, wie ihr seid. Es gibt nichts zu verlieren. Es muss sich keiner schämen für irgendetwas. 2. Staffel von Big Brother Knossi steht in den Startlöchern. Du kannst aber bewirb dich jetzt für die Leute kommen und sieh mit Knossi und seinen Creatoren, Freunden ins Big Brother aus. Nutze diese einmalige Chance, hautnah Teil der Show zu sein, dich den Herausforderungen im Haus zu stellen. Seid ihr bewusst, dass du 57 Stunden, sage ich euch gleich, im Livestream zu sehen sein wirst. Du wirst, wenn du aufs Klo gehst, nicht gefilmt. Also ich glaube, das weiß jeder Einzelchat. Nutze diese einmalige Chance. Ja, seid ihr bewusst, blablabla. Wenn du zwischen dem 24.10. und 28.10. Zeit hast, da geht es dann um den Castingprozess etc., dass ihr da Zeit habt. Ganz wichtig, hier Name, Geburtstag und dann geht ihr hier das Formular durch. Ne? Dann geht ihr hier und macht das einfach. Registriert euch und macht einfach fertig. Ja, ihr kriegt das hin. Darf man da mit dir in einem Bett schlafen? Wenn wir uns gut verstehen. Aber meine Frau wird bestimmt auch mal die eine Nacht am Start sein. Da ist mein Bett natürlich belegt. Und dieses Jahr, sage ich euch, will ich ein bisschen knutschen. Auch im Nest. Ey, auf einmal ist bei uns eine Katze drin. Mieze! Mieze! Das ist einfach eine Katze von draußen. Ja, die ist von draußen. Die liegt immer bei uns auf Terrasse. Die ist einfach immer da. Die Katze ist immer da. Ich habe die richtig aufgepäppelt. Also wir haben die richtig und die wird langsam wohl genährt. Auch als wir in Urlaub gefahren sind, habe ich der 4 Näpfe Trockenfutter hingestellt und sowas. Ne? Ich weiß auch immer, Leute haben mir auch geschrieben, du sollst keine fremde Katze füttern, aber bei der habe ich das Gefühl, die hat niemanden. Die hat niemanden. Man sieht ja so, aber jetzt wird die langsam irgendwie hübsch. Jetzt ernährt die sich. Aber wir haben die nicht beim Tierarzt gehabt. Ich kann ja nicht mit einer fremden Katze, nachher gehört die doch jemandem. Wisst ihr, was ich meine? Was soll ich machen? Nachher gehört jemand, ich kann nicht mit zum Tierarzt gehen, die untersuchen lassen, chippen lassen, kastrieren lassen oder was, das kann ich ja nicht machen. Die kennt keiner. Was meinst du, ich bin der Katze schon hinterhergelaufen, dann läuft die in den Wald. Ich bin der Katze hinterhergelaufen. Ich habe die Katze schon von sonst wo kommen sehen. Die kennt keiner. Big Brother, die Knossi Edition. Es geht los. Einfach wirklich Danke sagen. Für mich geht hier ein unglaublicher Traum in Erfüllung.